Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Pute auf Niedertemperatur zubereitet. Dazu benötigen Sie eine ganze Pute, küchenfertig, eventuell auch gewürzt, einen Bratenthermometer, 500 ml trockene Weißwein, ca. 1,5 kg kleinere oder mittelgroße Kartoffelchen, die schon sauber gewaschen und abgebürstet wurden. 3 bis 6 Knoblauchzehen, ersatzweise auch Knoblauchpulver, 6 Möhren, etwas Thymian, entweder frisch oder trocken, und Muskatnuss. Außerdem benötigen Sie für Kartoffeln und Möhren einen Bräter mit Deckel. Nun müssen Sie Ihre Pute zusätzlich mit Thymian würzen. Falls sie schon mit Salz, Pfeffer und Paprika fertig gewürzt wurde, am besten streuen Sie etwas getrockneter Thymian in das Puteninnere. Heizen Sie den Backofen auf 120 Grad vor und in der Zwischenzeit erhitzen Sie eine größere Pfanne mit Öl und braten Sie die Pute darin einige Minuten scharf an. Falls Ihre Pute viel zu groß ist und nicht in die Bräter reinpasst, können Sie diese direkt auf einem Backblech im Backofen anbraten. Sie können die Pute auch mit dem Bratöl aus der Pfanne vor dem Braten begießen. Am besten stecken Sie ein Bratenthermometer in die Pute hinein, um die richtige Brattemperatur zu erhalten. Stellen Sie die Pute in den Backofen und gießen Sie den Weißwein ebenso auf die Pute und den Backblech. Nun müssen Sie die Gemüse vorbereiten. Die geschälten Möhren schneiden Sie in kleinere Scheiben und legen zusammen mit Kartoffelchen in die Bräter. Bereiten Sie die Gewürzmischung aus Knoblauchpulver, Thymian, Muskatnuss und etwas Öl vor und geben Sie die Mischung über die Kartoffel und Möhren. Verschließen Sie den Deckel und stellen Sie die Bräter in den Backofen. Gemüse benötigt ungefähr eine Stunde bei 120 Grad. Nach Wunsch können Sie auch ein Glas Wasser in die Bräter nachgießen. Die Garzeit für Geflügel beträgt knapp 2 Stunden pro Kilogramm. Also müssen Sie damit rechnen, dass Ihre große Pute sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, bevor die fertig ist. Nun sehen Sie auch am Bratenthermometer, ob die Pute fertig ist, und können die zusammen mit Kartoffeln und Möhren auf einem größeren Teller servieren. Bon Appetit!